Die kleine Fischerinsel Hiddensee ist durch ihn berühmt geworden. Den deutschen Literaturnobelpreisträger Gerhard Hauptmann. Hiddensee war für ihn Erholungszufluchtsarbeitsort. Hierher kam er schon als junger Dichter und hat sich sofort in die Insel verliebt. Er hat das Meer geliebt. Seine wahre Heimat aber blieb sein Leben lang das schlesische Riesengebirge. In Agnetendorf bei Hirschberg, heute liegen die Orte in Polen und heißen Jagnatkow und Jelena Góra, baute er sich sein Haus. Gerhard Hauptmann wird verehrt als Dichter der Weber und des Biberpelz. Seine sozialkritischen Stücke haben Kaiser Wilhelm zu Wutausbrüchen provoziert. Seine romantische Traumdichtung Hanneles Himmelfahrt hat Kritiker und Publikum abgestoßen oder zum Schwärmen gebracht. Viele konnten ihn vereinnahmen. Reichsleiter Baldur von Schirach. Die Nationalsozialisten genauso wie später die Gründungsväter der DDR. War Hauptmann ein kluger Taktiker, ein Mitläufer oder einfach nur ein Künstler, der am Lebensabend in Ruhe sein Werk vollenden wollte? Als er am Ende seines Lebens sein geliebtes Dresden in Flammen untergehen sieht, wird er zum gebrochenen Mann. Doch noch ist es nicht so weit. Das Leben in Agnetendorf, dem kleinen Ort in Schlesien, beginnt für Hauptmann mit einer neuen Liebe. Er ist Anfang 40 verheiratet, als er sich neu verliebt. In die 19-jährige Violinschülerin Margarete Marschalk. Als ein gemeinsamer Sohn geboren wird, lässt er im Jahr 1900 ein Haus bauen. Er nennt es Wiesenstein. Für ihn ist das Haus eine Art Festung während der Gefühls- und Scheidungskämpfe. Und ein Ort, der seine Welt umschließt, seine Bücher, seine Sammlungen, seine Archive. Ein Ort produktiver Stille. Wenige Tage nach seinem 50. Geburtstag verleiht ihm 1912 die Schwedische Akademie den Nobelpreis für Literatur. Mit dem besonderen Hinweis auf seine Weber. Die nächsten Jahre sind für Hauptmann produktiv wie nie. Unter anderem entstehen sein Buch Der Leidenschaft, das Bauernkriegsdrama Florian Geier und eines seiner erfolgreichsten Werke, Vor Sonnenuntergang. Die neue Liebe, die wunderbaren Arbeitsbedingungen in Agnetendorf und Hiddensee treiben ihn geradezu vorwärts. Und die ganze Welt reißt sich um den Dichter. 1932 wird ihm die Ehrendoktorwürde der Universität von Columbia angetragen. Ich stehe im Dienst einer geistlichen Mission an die Vereinigten Staaten von Nordamerika, eingeladen vom Präsidenten Butler der Columbia-Universität in New York, willkommen geheißen an der Harvard-Universität in Boston, Cambridge, sowie in Baltimore und Washington. Ich werde dort von Johann Wolfgang Goethe reden, dessen Werk ein Weltvermächtnis ist. Freilich auch ein Geschenk Deutschlands an die Welt. Für dieses Deutschland und seine unverlierbare geistliche Schöpfungskraft werde ich Zeugnis ablegen. Hiermit sage ich an Bord der Europa, einem Weltwunder, meinem Vaterland, lebewohl und auf Wiedersehen. Deutschland ist jung, wenn es sich für jung erklärt, und wenn es seine berechtigten Hoffnungen über seine Befürchtungen stellt. Ich glaube an Deutschlands ewige Jugend. Ein deutscher Patriot aus der Provinz reist in die Welt, voller Neugier.
Die Washington Bridge schaut er sich mit der gleichen Wissbegier an wie das Hafenviertel oder die Slums. Ein wirklicher Weltbürger aber wird der Schlesier nie, auch wenn er nur zu gern einer wäre. Er lebt in einer gesellschaftlichen Umbruchzeit, die ängstigt ihn auch. Wenn es etwa darum geht, eine Distanz zur modernen Gesellschaft zu zeigen, dann kehrt er gern den Bodenständigen heraus, den Mann, der gewissermaßen fest in der schlesischen Erde und im Riesengebirge verwurzelt ist. Aber in anderen Zusammenhängen ist ihm der Schlesische sicher auch eher peinlich und er definiert sich dann bewusst als deutsch oder weltläufig. Letztendlich aber ist der Dichter Gerhart Hauptmann ein Einsiedler. Immer wieder zieht es ihn in sein Haus nach Schlesien zurück. Er liebt seine seelische Schutzhülle. Hier im sicheren Kokon empfängt er Freunde und Verehrer. Der jüdische Kunstmäzen Max Pinkus, industrieller Freund und Sammler Hauptmannscher Erstausgaben, schenkt ihm die Bemalung der Eingangshalle von Haus Wiesenstein in Agnetendorf. 30.000 Reichsmark kostet die. Der Maler ist Johannes Avenarius. Der Erfolg scheint kein Ende zu nehmen. 1932, Hauptmanns 70. Geburtstag steht bevor, sieht den Dichter auf dem Höhepunkt seines Ruhms. Das gesamte Jahr ist durch Ehrungen und Auszeichnungen bestimmt. Am Deutschen Theater in Berlin wird sein Stück vor Sonnenuntergang aufgeführt. Es ist Hauptmanns letzte Premiere in der Weimarer Republik. Regie führt der große Max Reinhardt. Das Stück behandelt ein Hauptmannsches Lieblingsthema: die Liebe zwischen einem alternden Mann und einem jungen Mädchen. Matthias, was hast du, Matthias? Sprich, Matthias. Wollen Sie mir einmal Ihren Platz überlassen? Wollen Sie nicht Ihre Tochter hinausführen? Es wäre überhaupt angezeigt, wenn Sie mich mit dem Patienten allein ließen. Stirbt Matthias, Mutter? Meinst du, er stirbt? Am 15. November 1932 wird Hauptmann in Berlin geehrt. Ihm wird die goldene preußische Staatsmedaille verliehen, in Europas vornehmstem Hotel, dem Adlon. Noch einmal hat sich die geistige Welt um ihn geschart. Vom preußischen Kulturminister Grimme bis zum Theaterkritiker Alfred Kerr, von Graf Kessler bis Heinrich Mann und Max Reinhardt. Bürgermeister Dr. Gördler aus Leipzig ist da und auch der tschechische Staatspräsident Masaryk. Männer, die den Dichter verehren und die alle wenige Monate später bedroht, abgesetzt, geflohen, verhaftet, ermordet sein werden. In diesem Jahr reist Hauptmann gleich zweimal nach Hiddensee. Endlich kann er eine neue Ruhe genießen. Ich sitze hier im Haus Sedorn, wiederum am schwarzen Tisch. Die Stille schlägt über Vergangenem zusammen. Er war fast 70, als er sich seinen Traum erfüllt hat. Nicht nur Gast auf der geliebten Ostseeinsel zu sein, sondern hier zu residieren. Hauptmann hat sich das Haus Sedorn gekauft. Er lässt es umbauen, es erhält einen Kreuzgang, in dem er flanieren kann, und ein weitläufiges, modernes, großes Bibliotheks- und Arbeitszimmer. Hauptmann sucht hier nicht nur Erholung, er will vor allem arbeiten. Zu seinen Aufenthalten reist er mit Wagenladungen von Koffern und Kisten an. Seine Münzsammlung bringt er genauso mit wie seine Bücher. Wie in seinem Haus Wiesenstein weicht er auch auf der Insel nicht von seinem präzis geregelten Tagesablauf ab. Hauptmann war ein Frühaufsteher. Der ist also, war um 5 schon zugange und ist als erstes geschwommen. Und zwar eigentlich, wann immer es möglich war. Ich glaube, dieser Tatsache hat er auch seine sehr stabile Gesundheit zu verdanken gehabt. Er war insgesamt sehr viel draußen an der Luft. Also früh stand als erstes das Bad. Und dann der sogenannte Produktivspaziergang, der ist auch legendär. Hauptmann, der hat Notizbücher dabei gehabt und ist spazieren gegangen und hat sich das aufgeschrieben, was ihm nachts durch den Kopf gegangen ist. Hauptmann hat irgendwann mal gesagt, mein Tagwerk besteht eigentlich nur darin, dass ich das aufschreibe und strukturiere, was mir des Nachts im Traum erschienen ist.
Dann gab es Mittagessen und dann einen ausgedehnten Mittagsschlaf, also wirklich richtig lange. Und danach wurde gearbeitet bis ungefähr 20 Uhr. Auf Hiddensee geht folgende Legende. Der Sommer auf der Insel begann erst, wenn Hauptmanns Wein eintraf. Und er endete dann, wenn der Keller wieder leer war. Einem kleinen, vertrauten Kreis gibt Hauptmann Abendgesellschaften, die ihrerseits zur Legende werden. Hauptmann liest aus seinen Arbeiten, dann wird geredet. Er will einen Schleier über den Tag ziehen, sagt er, damit ihn die Gestalten des Tages nicht noch nachts bedrängen. An solchen Abenden leert er allein zwei Flaschen Wein. Die Gedanken aber verlassen ihn nie wirklich. Von dem Lager heb ich sacht meine müden Glieder. Eine warme Sommernacht draußen stärkt sie wieder. Mondschein liegt um Meer und Land, dämmerig ausgebreitet. In den weißen Dünensand Well auf Welle gleitet. Unaufhörlich bläst das Meer eherne Posaunen. Roggenfelder segenschwer, leise Wogen raunen. Wiesenfläche, Feld und Hain, Zauber einsam schillern. Badend hoch im Mondenschein, Mondscheinlerchen trillern. Hauptmanns Welt ist in Ordnung. Sein Jahr ist dreigeteilt. Den Sommer verbringt er auf Hiddensee, Weihnachten auf dem Wiesenstein, dann reist er an die italienische Küste. 1933 verbringt Hauptmann den Winter in Rapallo bei Genua. Dort erfährt er von Hitlers Machtübernahme. Er notiert: Jetzt schließt das Deutschland ab, in dem ich gelebt habe. Hauptmann ist erregt einerseits und gespannt auf das, was passiert, und durchaus auch fähig, Hoffnungen zu entwickeln, dass mit der neuen Situation eine Erneuerung im positiven Sinne geschehen könnte. Nicht zuletzt, was Hitler selbst angeht, sprechen viele Tagebuchnotizen nicht nur dieser ersten Jahre eine geradezu begeisterte Sprache. Viele Intellektuelle erwarten damals von Hauptmann eine entschiedene Verurteilung des Regimes. Thomas Mann kritisiert den Dichter in seinem Tagebuch. Er ist fassungslos, dass Hauptmann in Hiddensee die Hakenkreuzfahne hissen lässt. Und während die Nazis Freunde und Kollegen aus der Akademie der Künste vertreiben, sich als deren Aushängeschild hergibt. Der einstige Freund von Friedrich Ebert und Walter Rathenau will weder seinen Lebensstandard noch seine Lebensrituale aufgeben und schweigt zur Barbarisierung Deutschlands. Trotzdem wird Thomas Mann später relativieren: Was soll er sich um Habe und Vaterland reden? Wer weitsichtig ist und Glück hat, emigriert. Wie Alfred Kerr, der Freund und Kritiker, macht seine tiefe Enttäuschung öffentlich. Es gibt seit gestern keine Gemeinschaft mehr zwischen mir und ihm. Nicht im Leben und nicht im Tod. Ich kenne diesen Feigling nicht. Dornen sollen wachsen, wo er noch hinwankt. Und das Bewusstsein der Schande soll ihn würgen in jedem Augenblick. Hauptmann Gerhard ist ehrlos geworden. Hauptmann reagiert mit unflätigsten Notizen in seinen Tagebüchern, die fast gar nicht abreißen. Etwa 20 Seiten entstehen im Dezember, Januar 1933, in denen ihm kein Gleichnis herabsetzend genug ist, um diesen Angriff Kerrs abzuwehren. Aber gerade die Heftigkeit dieser Reaktion zeigt natürlich, dass Hauptmann irgendwo auch getroffen ist dadurch, dass es auch Stimmen in ihm selbst gibt, die sehen, dass dieser Artikel von Kerr mit zumindest Teilwahrheiten enthält. Und Hauptmann hat also seine Schwierigkeiten, nach diesem Angriff wieder so etwas wie ein Gleichgewicht zu finden. Jemand muss in Deutschland kommen und muss sagen, den Frieden wollen wir, aber diese ununterbrochene Entrückung lehnen wir ab und die Entbehrung ertragen wir.
Hauptmann sitzt weit weg von den politischen Zentren der Welt auf dem Wiesenstein. Vor uns liegt Deutschland! In uns marschiert Deutschland! Und hinter uns kommt Deutschland! Das Radio ist sein Mittler nach draußen. Hauptmanns Faszination für Hitler hängt wesentlich mit seinem eigenen individualistischen Weltbild und seinem eigenen individualistischen Selbstgefühl zusammen. Er glaubt an die Macht des Einzelnen. Er selbst hat sich auch immer als ein höchst selbstständiger, für sich stehender, in innerer Freiheit befindlicher Künstler verstanden. Und er liest im Juni 1933 Hitlers Mein Kampf und spricht im Tagebuch von der höchst bedeutsamen Hitler-Bibel. Wobei er, glaube ich, gerade von diesen gewissen biografischen Parallelen, da kämpft sich einer mit künstlerischen Interessen hoch nach oben und wird dann ganz bedeutend, fasziniert ist. Bis in die Zeit des Weltkriegs hinein gibt es dann Notizen über das Weltgenie Hitlers. Er stellt ihn in eine Linie mit Caesar, Napoleon und ist lange Zeit der Auffassung, dass Hitler Deutschland jetzt endlich wieder zu der Größe verholfen habe oder verhelfen werde, die ihm eigentlich gebührt. Hauptmanns nationalistische Gesinnung ist nicht urplötzlich entstanden. Sein politisches Bewusstsein wurde durch die Zeit von 1900 geprägt. Deutschland war eine führende Industrie- und Kulturnation. Er fühlt sich als deutscher Patriot. Und so dichtet Hauptmann 1914, wie viele seiner Dichterkollegen, kriegsbegeisterte Gedichte, obwohl seine Söhne ins Feld müssen. Komm, wir wollen sterben gehen in das Feld, wo Rosse stampfen, wo die Donnerbüchsen stehen und sich tote Fäuste krampfen. Spät wird Hauptmann zum Kriegsgegner. In der Weimarer Republik wird er fast mit Goethe gleichgesetzt. Als die neue Deutsche Republik gegründet wird, soll er sogar ihr Reichskanzler werden. Da ist er 56 Jahre alt. Er ist auf dem Höhepunkt seiner nationalen Reputation und überlegt ernsthaft, die Ehre anzunehmen. Doch seine künstlerische Freiheit ist ihm am Ende wichtiger. Hauptmann zieht sich zurück, nach Agnetendorf, auf den Wiesenstein. Der Mann, der Zeit seines Lebens nach Anerkennung lechzt, ist im Grunde seines Herzens eben doch ein Einzelgänger. Die große Verehrung in der Weimarer Republik wird ihm im Nationalsozialismus beinahe zum Verhängnis. Der Dichter der Sozialrevolutionären Weber wird von vielen Nazi-Funktionären mit Misstrauen betrachtet. In der einen Hand das Buch und in der anderen Hand das Schwert. So ist unser Volk zur nationalen Wandlung geschritten. Der völkische Beobachter spricht Hauptmann ein ehrliches Nationalbewusstsein ab. Tobis Film aber will Hauptmann als Galionsfigur nutzen. Sein erfolgreiches Theaterstück Vor Sonnenuntergang verändert Veit Harlan zu einem linientreuen Machwerk mit dem Titel Der Herrscher. Der Film gefällt Goebbels, der Autor nicht. Mehrfach resoniert der Reichsminister für Volksaufklärung und Propaganda in seinen Tagebüchern über den ungeliebten Dichter. Die Zeit von Hauptmann und seinen gebrochenen Helden sei vorbei. Die Kultur des Nationalsozialismus sei eine Kultur der Sieger. Immer wieder verhindert Goebbels, dass Hauptmanns Stoffe verfilmt werden. Erst als man im Krieg händeringend nach Komödienstoffen zur Ablenkung sucht, darf ein belangloses Unterhaltungsstück verfilmt werden. Meine lieben Freunde, ich bin so glücklich, dass ich heute am Verlobungstag meiner Nichte Adelheid auch gleichzeitig die Verlobung meiner Nichte Agathe mit Herrn Dr. Grünwald bekannt geben kann. Ich bitte Sie, mit mir anzustoßen auf das Wohl der zwei Bräute. Hauptmann nimmt das Geld gerne. Er braucht es. Den Film sieht er sich nicht an. ...1942 wird Hauptmann 80. Ein Dichter von Weltrang würde normalerweise in der Reichshauptstadt gefeiert. Hauptmann feiert in Breslau. Dass er überhaupt geehrt wird, hat er einigen ihm gewogenen NS-Größen zu verdanken. Zum Beispiel Hitlers Statthalter in Breslau, Karl Hanke.
Hanke, Gauleiter von Niederschlesien, ist ein schlesischer Lokomotivführersohn und hat Hauptmanns Weber schon als Kind gelesen. Er verehrt den Dichter unendlich. Doch nur in einer Auslandswochenschau wird die Feier überhaupt dokumentiert. Gauleiter Hanke wruczył poetowi nagrodu Niżnoszlejskiego miastecka. Gauleiter Hanke verleiht Hauptmann vor großer Bühne den Ehrenring der Stadt Breslau. Eigentlich hatte Goebbels große Feierlichkeiten verboten. Doch Hanke hat sich mit ihm überworfen, will sich mit Hauptmann profilieren, auch vor den schlesischen Volksgenossen. Goebbels Anordnung aber lautete: Dass die deutschen Bühnen nicht mehr als eine Neuinszenierung eines seiner Werke herausbringen. Auch die geplante Verleihung des Wiener Grillparzer Preises an Hauptmann habe ich abgelehnt. Ungeachtet dessen überreicht der Gauleiter von Wien, Baldur von Schirach in Breslau, ebenfalls einen Ehrenring, den der Stadt Wien. Der Sohn des ehemaligen Weimarer Hoftheater-Generalintendanten geht noch weiter. In der Donaumetropole inszeniert er regelrechte Hauptmann-Festspiele. Auch die private Geburtstagsfeier findet in Wien statt, im Haus der Familie von Schirach. Richard Strauss ist zu Gast, ein enger Freund der Familie. Kaviar wird serviert, Hühner und Donaufisch. Hauptmann fühlt sich endlich wieder verstanden, angenommen. Ein Freund erinnert sich später: Ein ungutes Gefühl beschlich uns, seine alten Freunde. Das Dritte Reich, dessen Ende abzusehen war, hatte nun den großen alten Mann für sich okkupiert. Er ließ es geschehen. Was hätte er auch dagegen tun sollen? Wer dem Teufel den kleinen Finger gibt? Ein Jahr später findet hier im Burgtheater die Premiere der Iphigenie in Aulis statt. Die letzte Uraufführung zu Lebzeiten Hauptmanns und sein letzter Theaterbesuch. Seine Iphigenie ist der verzweifelte und doch nur halbherzige Versuch, seine Wahrnehmung des Grauens zu interpretieren. Auch für diese Aufführung sorgt Schirach. Kurz nach den Feiern zum 80. Geburtstag, da ist Hauptmann wieder auf dem Wiesenstein, sagt, ich sitze hier im Warmen, spricht dann von Halle und Haus, die im Jahr 1900 etwa gebaut sind und sagt, Hanke, aber auch Schirach, würden diese Halle stützen. Das ist meines Erachtens die entscheidende Perspektive, unter der Hauptmann beide Gauleiter wahrgenommen hat, als Mäzene letzten Endes, als Protektoren. Von Schirach war ja wohl darüber hinaus geradezu persönlich fasziniert. Er fand ihn als idealistisch, jugendlich, sympathisch, war gewissermaßen gefangen vom Charme von dessen Auftreten. In den letzten Kriegsjahren lebt Hauptmann wieder zurückgezogen. Der Dichter konzentriert seine Hoffnungen nun auf den Enkelsohn Arne. Ihm bringt er bei, wach die Welt zu beobachten und seine Gedanken im Tagebuch festzuhalten. Der Enkel wird zum moralischen Halt des nun sehr alten Mannes. Über diese naheliegende menschliche Regung der Liebe zu einem Enkelkind hinaus kann man vielleicht auch eine Verbindung herstellen zur Faszination für die Idee des Kindes als Welterlöser, die Hauptmann auch aufgreift in seinem nachgelassenen Roman Der neue Christophorus. Auch dort geht es ja um den Knaben Erdmann, der von einer sehr viel älteren Erzieherfigur aufgebaut wird, ja letzten Endes als eine Art neuer Christus, als Lichtbringer in eine finstere Zeit. Den Sommer auf Hiddensee erlebt Hauptmann ein letztes Mal 1943. Fast ein Wunder, mitten im Krieg. Und seine Gesundheit ist angegriffen. Der Inselpastor Gustavs sorgt für einen Arzt, Heizmaterial, Essen. Am 12. September kommt Hauptmann zur Einweihung der neuen Orgel. Er notiert: Nun bin ich wiederhergestellt, bis zu meinem Tode. Lange bleibt das abgelegene schlesische Agnetendorf vom Krieg verschont.
Doch Anfang 1945 bekommt auch der Wiesenstein Zwangseinquartierung. Zwei Flüchtlingsfrauen und 7 Kinder. Das Anwesen wäre groß genug. Doch Hauptmann fühlt sich in seiner Ruhe gestört. Margarete Hauptmann leidet an Gallenschmerzen. Beide beschließen, in ein Sanatorium zu reisen, nach Dresden. Hauptmann ist seit einer Woche auf den Loschwitzer Höhen. Da heulen die Sirenen. Es ist der 13. Februar 1945. Dann schlägt wenige Meter vor Hauptmanns Gartenhaus eine Bombe ein. Er hat unbeschreibliches Glück und überlebt. Doch er erleidet einen Zusammenbruch. In seinen Grundfesten erschüttert schreibt er seine berühmte Klage auf den Untergang Dresdens. Wer je das Weinen verlernt hat. Der Eindruck dieser Bombennacht und der Zerstörung Dresdens war für ihn dann allerdings vernichtend. Von diesem Ereignis hat sich Hauptmann geistig und körperlich nie wieder richtig erholt. Hauptmann will nur noch eines: zurück in seine Burg, in sein Haus Wiesenstein. Doch schon am 9. Mai 1945 besetzt die Rote Armee Agnetendorf. Sie stellt ihm einen Schutzbrief aus. Den hat Hauptmann auch bitter nötig. Schlesien wird polnisch. Und Hauptmann muss früher oder später seine Heimat verlassen. Am 3. Oktober 1945 besucht ihn aus Ost-Berlin der Dichter Johannes R. Becher, der künftige Kulturminister der DDR. Er bittet ihn, sich für die antifaschistische Erneuerung Deutschlands zu engagieren und nach Berlin zu ziehen. Hauptmann stellt sich zur Verfügung. Doch im Grunde ist er längst am Ende seiner Lebenskräfte. Er hatte ja eben schon einmal das tragische Ende eines Krieges miterlebt, eine deutsche Niederlage, aus der heraus sich so etwas wie ein geistiger Aufschwung vollzog. Und möglicherweise hat er so etwas wie eine Wiederholung dieser Situation kommen sehen. Diesen Aufbruch erlebt Hauptmann nicht mehr. Am 6. Juni 1946 stirbt er und wird in seiner geliebten Franziskanerkutte aufgebahrt. Die Rote Armee hatte den Hauptmanns versprochen, ihre Übersiedlung nach Berlin per Bahn zu organisieren. Nach Hauptmanns Tod dauert es 6 Wochen, bevor im Gerangel zwischen russischen und polnischen Behörden endlich ein Zug bereitsteht. Der transportiert schließlich Hauptmanns Zinksarg und das Hab und Gut weiterer deutscher Familien in die sowjetische Besatzungszone. 7 Tage dauert die letzte Reise. Hiddensee ist das Ziel. Ein Schiff bringt Hauptmanns Sarg auf die Insel. Am Morgen des 28. Juli 1946 versammeln sich Freunde, Verehrer und vor allem Politiker, die den großen Dichter für ihre Ziele beanspruchen wollen, auf dem Friedhof im Kloster auf Hiddensee. Gerhard Hauptmann findet auf der Insel, die ihm beinahe so wichtig war wie seine schlesische Heimat, seine letzte Ruhe. Der Dichter Gerhard Hauptmann, schon zu Lebzeiten eine Legende, lenkt weiter die Neugier der Nachgeborenen auf sich. Mittags nach der Generalprobe, es war am Abend Konzert, bekam ich eine Nachricht, der Masur heute soll geschossen werden. Kurt Masur erinnert sich an die dramatischen Ereignisse im Herbst 1989. Mehr dazu im Geschichtsmagazin Barbarossa. Dienstag, 21.15 Uhr im MDR Fernsehen.